G-A-U-M. Gut, dass ich so einen langen Namen habe. A-A habe ich noch, brauche ich noch. Du. Ja. R. Auch ein A. R. Wunderbar. Monika Baumgartner steht seit 50 Jahren als Schauspielerin auf der Bühne und vor der Kamera. Heute Abend hat sie eine Lesung in einem Münchner Kino. Ich mache meinen Beruf eigentlich den schönsten, den man sich vorstellen kann. Ich liebe es auch, mich in andere Figuren, in andere Menschen hineinzuversetzen, diese Rollen zu spielen. Aber ich muss mich jetzt nicht damit dauernd irgendwo auf irgendwelchen auf irgendwelchen großen Events da wichtig machen. Das, ich war immer schon eher weniger als mehr. Also für mich ist es nicht so, dass ich sage, guckt her, schaut her, wer ich bin, sondern ich mache das halt dann und freue mich natürlich auch jetzt auch wie bei meinen Lesungen oder so, dass die Leute wegen einem kommen. Aber es war mir nie wichtig, so immer im Mittelpunkt zu stehen. Schweiß gebadet. Erzähle ich wieder zwischendurch ein bisschen was. Ach, es ist mir jetzt schon warm. Gott, und wenn dann so viele Leute hier sitzen, dann ist es zu warm. Jetzt passt schon. Ich hoffe, das passt. Also, schön war es fast immer, wenn das leidige Geld nicht gewesen wäre. Ich stehe mittendrin in allem und versuche einfach für alle immer das Beste herauszuholen. Also ich habe in einem Interview beim BR gesagt, was war die Überschrift, hat sie mich gefragt. Und dann habe ich gesagt, was ist ihr Lebensmotto? Und dann habe ich gesagt, mir geht's gut, wenn es den anderen um mich herum auch gut geht. Und so, das ist nach wie vor so. Monika lebt in Gröbenzell bei München. In ihrem Garten finden sich Erinnerungsstücke aus ihrer Filmkarriere. Ja, das hier ist die Pumuckl-Treppe. Originaltreppe aus dem Pumuckl-Haus in der Wiedenmeierstraße. Münchner Treppenhaus, als es abgerissen worden ist, haben wir einen Teil davon abgebaut und hier wieder aufgebaut. Die Kammerspiele haben wir das damals zusammengeschweißt. Das ist so ein wunderbares Teil hier. Da kann man dann im Sommer sitzen, wenn es schön warm ist, sitzt man hier, lernt seinen Text, schaut um sich rum und denkt, gut geht's mir. Mit 70 Jahren ist Monika immer noch eine gefragte Schauspielerin. Auf dem Gruberhof in Tirol dreht sie regelmäßig für die erfolgreiche Serie Der Bergdoktor. Darin spielt sie die Rolle der Mutter, Lisbeth Gruber. Der Grund, warum ich diesen Beruf unbedingt machen wollte, war, dass ich gedacht habe, wenn ich so viel Geld verdiene als Schauspielerin, können meine Eltern besser leben. Weil es ganz einfach so war, dass wir ja in ganz einfachen Verhältnissen gelebt haben, 42 Quadratmeter zu fünf. Mein Papa war Postler, meine Mama Buchhalterin, mein Papa ist leider schon verstorben, 86, meine Mama lebt noch, die ist 93. Und ich habe immer gedacht, wenn es darum ging, dass man das sich nicht leisten kann oder das oder da kann man nicht in den Urlaub fahren, habe ich gedacht, ist ja nicht ganz einfach. Ich werde Schauspielerin, dann verdiene ich so viel Geld und dann kann ich meinen Eltern das Geld geben und dann müssen wir nicht mehr die Rabattmarkenhefte kleben. Monika Baumgartner wird 1951 in München geboren. Sie wächst im Stadtteil Schwabing auf. Es ist alles ganz anders. So habe ich das noch nie gesehen. Ich bin vor 60 Jahren hier weggezogen, 1961. Das waren Postlerblöcke, die drei. Da waren keine Balkone vorgebaut. Da war nur das Haus. Ist natürlich für die Wohnqualität super. Das schaut ja wahnsinnig anders aus. Alles neu, Türen neu, komplett. Die Wäscheaufhänge ist noch geblieben, die war immer so. Und hier ist das Garagendach, wo ich runtergesprungen bin, als Mutprobe. Da bin ich runtergekupft, damit ich mit den Freunden von meinem Bruder Räuber und Schandi spielen darf. Wow. Da haben sie mich hinten hochgehoben, da ist sie her. Da musste ich hier runterspringen und erst dann durfte ich mitspielen.
Ist aber gut gegangen. Ja, ist gut gegangen. Da ist noch die alte Adresse, Kreppelinstraße. Ihre Eltern sind beide berufstätig. Die Mutter arbeitet in einem Büro, der Vater ist Postbeamter. Monika ist die mittlere von drei Geschwistern. Ihr Bruder Josef ist 4 Jahre älter als sie, ihre Schwester Traudi ist 2 Jahre jünger. Von klein auf sind die Kinder oft auf sich allein gestellt. Wir waren Schlüsselkinder und mein Papa war ja auch berufstätig, der hat Schichtdienst gehabt, der war dann aber oft da und hat den Mittag für uns gekocht. Und meine Mama war Buchhalterin, aber wir hatten draußen, zwischen den Wäschaufhängen hatten wir Sandkasten und alles zum Spielen. Also wir waren sofort Hausaufgaben nach der Schule und weg. Meine Mama war deswegen auch ein Vorbild, weil sie ja immer schon gearbeitet hat und nebenher alles andere auch gemacht hat und gemanagt hat. Natürlich war meine Mama auch oft dann, hat er Schürzen angehabt beim Arbeiten, auch zu Hause. Und Mama hat mir gedacht, mei, wäre das schön, wenn meine Mama auch mal so ein tolles Kostüm oder sowas annähte. Aber das war halt bei uns nicht, weil meine Mama hat auch als wir noch in Schwabing gewohnt haben, ich noch klein war, da hatten wir unten im Keller einen riesen Waschkessel. Da wurde das Wasser gekocht und dann wurde den ganzen Tag da drin gewaschen. Also die Frauen hatten damals wirklich eine ganz schwierige Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben immer Aufgabenteilung gehabt. Also der eine hat geputzt, der andere hat eingekauft, ja, das gemacht. Es war immer eine gemeinsame, es war nie, dass einer gesagt hat, so, ich mache jetzt mal nichts und ihr macht alles, sondern wir haben das immer miteinander gemacht. Und dadurch ist es wahrscheinlich auch automatisch geblieben, mein ganzes Leben lang, dass ich gewohnt war, dass man einfach Dinge selber macht. Und meine Schwester und mein Bruder auch, wir haben das alle immer, von Anfang an haben wir gewusst, was unser Aufgabenbereich war und haben uns um unsere Sachen gekümmert. Das war eigentlich ganz normal. Und das hat mich geprägt, wahrscheinlich mein ganzes Leben lang. Monika hatte immer ein enges Verhältnis zu ihrer Schwester. Im Münchner Westend betreiben die beiden zusammen ein Raumausstattungsgeschäft mit Werkstatt. Gute Arbeit. Für die gute Arbeit, für die gute Beratung. Sehr schön. Und dass ich heute Nachmittag komme zum Aufnehmen. Traudi leitet die täglichen Geschäfte und Monika unterstützt sie dabei. Beim Spielen in der Kindheit war es meist umgekehrt. Bei diesen Sachen war sie natürlich immer die, die gesagt hat, wo es lang geht. Die gesagt hat, jetzt spielen wir das und jenes. Und du bist der und du bist das und du machst das. Und hat das dann dirigiert und gemanagt. Und wir haben das halt dann gemacht. Also so, wie gesagt, in dieser Richtung war ich nie so kreativ. Also langweilig war es mit meiner Schwester nie. Ich weiß nur, dass ich, glaube ich, ganz furchtbar war und habe dir deine Puppen immer kaputt gemacht oder irgendwas, weil ich ja immer mit den Jungs gespielt habe und Traudi mit Puppen. Und das weiß ich noch. Oder deine Schuhe habe ich kaputt gemacht, die habe ich mir ausgeliehen, die du von deinem ersten Geld gekriegt hast. Da bin ich im Deutschen Theater die Treppen runtergefallen damit und habe ihr das nicht gesagt. So beige Schuhe mit 6-Kant hohen Absatz. Und die habe ich dann beide ruiniert und lauter so Sachen habe ich gemacht. Also ich war, glaube ich, ganz eine furchtbare Schwester. War sie so? Also so ganz furchtbar war es nicht, aber sie war schon, es war nicht immer einfach, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Aber ich denke, dass ich eher vom Naturell eher ein bisschen ruhiger bin und eher ein bisschen geduldiger bin, da hat es dann schon hingehört. Genau. Da gab es nicht so viele Konfrontationen und Meinungsverschiedenheiten. In ihrer Jugend verbringen sie viel Zeit miteinander. Sie tanzen gerne und sind aktiv in der Mosacher Prinzengarde. Dort zieht sich Monika eine Verletzung zu, über die sie sich zunächst keine Gedanken macht. Wir sind uns auch noch heute sehr nah und oft haben wir zur selben Zeit ein Hörer in der Hand, gell, ja, und rufen uns an. Oder sind auch beide mal zur selben Zeit die Treppen runtergefallen, Traudi hier, ich in Hamburg. Ja, jetzt vor kurzem war er interessant, da ist von meinem Kühlschrank das Scharnier kaputt gegangen, habe ich noch nie gehabt. In den Jahren nicht telefoniere mit meiner Schwester, sagt sie, bei mir ist auch das Kühlschrankscharnier kaputt. Mein Kühlschrankscharnier ist kaputt, die wäre wahnsinnig. Die Tür schließt nicht mehr von allein. Es ist wirklich unglaublich, weil das eine habe ich auch noch nie gehabt und du auch nein, nicht. Nein. Und dauernd piepst mein Kühlschrank, weil dieses Scharnier nicht mehr schließt. Und das kann man auch nicht ölen oder da kann man auch nichts machen, das muss man austauschen. Da ist die Feder kaputt, genau. Aber dass wir beide parallel ein kaputtes Kühlschrankscharnier haben, ist wirklich auch sehr komisch.
Schon im Grundschulalter entdeckt Monika ihre Liebe zum Theater. Meine Mutter erzählt immer noch die Geschichte wie beim kleinen Muck. Als Haushofmeister haben wir geprobt und so weiter. Und dann sollte der auftreten und dann ist er nicht aufgetreten. Und dann habe ich einfach, solange der nicht aufgetreten ist, habe ich die Leute unterhalten und habe irgendwelche Stegreifgeschichten erfunden. Warum, weshalb, wieso der jetzt gerade nicht kommt. Aber er wird schon einen Grund haben, warum er nicht kommt. Also ich habe da die Zeit überbrückt, relativ profimäßig. Als so ein kleines Mädel. Also ich hatte da immer schon eine Begabung für sowas. Das war ihr einfach immer schon gegeben. Also jeder hat gesagt, sie ist eigentlich die geborene Schauspielerin. Und das waren halt alles diese Dinge, die mochte sie immer gern. Ich fand das halt toll, dass sie das so ganz lockerlässig macht. Und sie hat einfach nie Berührungsängste gehabt. Auf der Realschule wird Monika Mitglied der Schultheatergruppe. Ihr Lehrer Hubert Nowak, mit dem sie bis zu seinem Tod befreundet ist, erkennt ihr Talent und rät ihr, sich an der berühmten Otto-Falkenberg-Schauspielschule zu bewerben. Doch die Schule verlangt eine monatliche Studiengebühr, die sie sich selbst verdienen muss. Dann bin ich zu meiner Mama in die Firma Semperit, sie war in Mosach, gleich ums Eck. Also es war super, ich habe damals 550 Mark verdient, was auch super war. Und habe das Geld gespart für 150 Mark im Monat Falkenberg-Schule. Dann wollte ich gar nicht mehr, weil alles so super war. Es hat mir da so gut gefallen. Und dann haben mir meine Eltern und auch den Hubert Nowak gesagt, geh doch bitte auf die Schauspielschule, mach mal die Aufnahmeprüfung. Wegen mir hätte ich das gar nicht gemacht. Ich fand es super, dass ich so viel Geld verdient habe. Es ging mir gut in der Firma und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das. Also meldet sie sich doch für die Aufnahmeprüfung an der Falkenberg-Schule an, die an die Münchner Kammerspiele angegliedert ist. Ich bin dahin, habe meine Sachen mit dem Hubert einstudiert, Minna von Barnhelm, Gretchen, Wahnsinn, das möchte ich nicht wissen, was das war, habe mir selber was geschrieben, 5 Figuren habe ich gespielt. Ein älteres Ehepaar, Hippie-Paar und die Bedienung und habe dann mir selber so eine Szene geschrieben. Die streiten sich, am Schluss geht das ältere Ehepaar, die Hippies bezahlen die Zeche. Und habe dann das vorgesprochen. Mir war es ehrlich gesagt völlig wurscht, weil ich hatte kein Problem damit, wenn sie mich nicht nehmen, mache ich was anderes. Und dann habe ich den Brief bekommen, dass ich aufgenommen worden bin. Also von 180 Bewerbungen oder 150, das ist jetzt nichts vorstellt, wurden 12 aufgenommen und da war ich dabei. Und da habe ich Günther Maria Halmer kennengelernt, weil der war damals in der 3. Klasse, als ich in die 1. kam. Wir älteren Schüler haben uns den Spaß erlaubt, immer die Neuankömmlinge, die aufgenommen wurden, zu beobachten. Und die mussten immer vorsprechen vor den anderen Mitschülern, um sich vorstellen mit neuen Rollen, mit ihren Rollen, mit denen sie die Prüfung bestanden haben. Und da wurden natürlich von den Damen sehr viel klassische Rollen vorgespielt. Und die Moni, die kam mit einem selbstgeschriebenen Text, bayerisch, und war von einer Natürlichkeit und von einer Fröhlichkeit, und dass wir unten ganz platt waren. Und es wurde also unheimlich geschmunzelt und gelacht, weil sie hat da mit einer solchen Selbstverständlichkeit gespielt, diese Probe, dass man einfach gestaunt hat und gesagt, wo kommt die her? Was ist denn das für ein Mädchen da? Und sie kam, aber man hat ja nicht das Gefühl, dass sie irgendwie vom Gymnasium kam, sondern es war so, ich hatte fast das Gefühl, so ein Straßenkind, die da auftritt und dann irgendwas sehr Lustiges, Bayerisches gesagt hat. Bei Monikas Vorsprechen ist auch August Everding, der damalige Intendant der Kammerspiele, anwesend. Sehr viele haben gelacht. Und ich habe gedacht, ja, das habe ich jetzt ganz gut gemacht. Und dann hat Herr Everding gemeint, man müsste doch mal darüber nachdenken, was das für eine Schule sei, für was die hier ist. Nämlich für
die Schauspielkunst für Theater, für Shakespeare, für Schiller und nicht für irgendwelche bayerischen Komödienstadelgeschichten. Und ja, dann hat er mich rausgepickt und mich ein paar Sachen gefragt, wer Cocteau ist und Nora und Puppenheim oder ob ich da was wüsste. Und dann war ich irgendwie völlig verschreckt, hat mich wieder hinsetzen lassen und hat dann eine halbe Stunde über die Dummheit der Schauspieler und über die Wichtigkeit dieser Schule geredet. Und dann habe ich gedacht, nein, der meint jetzt mich, also kann ich wieder gehen. Sie kennen mein oft zitiertes Wort von Thomas, Kunst kommt von Können, käme es von Wollen, hieß es Wulst. Wulst wollen wir nicht machen. Aber Schönberg hat etwas hinzugefügt, was noch wichtiger ist. Ja, Kunst kommt von Können, aber noch viel mehr von Müssen. Und wenn Sie nicht Schauspieler werden müssen, nicht Regisseur werden müssen, nicht Schriftsteller, nicht Maler werden müssen, dann lassen Sie es gleich bleiben. Amen. Dieser Umgang, den haben wir einfach auch nicht gekannt. Man kann schon sagen, dass irgendwas, dass man was besser mag und dass man was anders mag und dass mehr dazugehört. Aber das so jemanden so direkt an, das ist halt, das ist für uns, oder das war für die Monika schon irgendwie in irgendeiner Art und Weise erschreckend. Monika zweifelt, ob sie an der Schule bleiben soll. Gleichzeitig kämpft sie um ihre Anerkennung. Ich habe dann angefangen, Kafka zu lesen und lauter so schwierige Sachen, damit man nie mehr sagt, dass ich dumm bin. Aber das hat halt den Vorteil gehabt, dass ich sofort mich in ganz viele Bücher gestürzt habe, damit ich auch was mitkriegen kann und mitreden kann. Aber es war nicht einfach, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe es 3 Jahre geschafft zu überleben, obwohl ich jedes Jahr rausgeschmissen werden sollte, habe ich im Nachgang erfahren. Dann haben aber ein paar zu mir gehalten, haben gesagt, nein, die schafft es schon, die kann das schon. Und mein Glück war, dass ich dann, wie gesagt, als Erste ein Engagement hatte, dank Jürgen Flimm. Der hat mich damals ans Nationaltheater Mannheim mitgenommen. Auf das Engagement in Mannheim folgen Angebote aus Hamburg und München. Und ich habe auch von meinem ersten Gehalt, was ich gekriegt habe, als Schauspielerin, habe ich meiner Mama eine Wohnzimmereinrichtung gekauft, die meine Mutter bis zum Schluss auch hatte. Schrank und Couch und alles, weil ich gedacht habe, jetzt habe ich ja Geld verdient so, und jetzt sollen sie mal ein bisschen ein besseres Leben haben. Ja, so was. Überschattet wird ihr Erfolg von großen Schmerzen, deren Ursache man nicht findet. Im Alter von 27 Jahren dreht sie bereits erfolgreiche Fernsehfilme an der Seite von berühmten Schauspielern. Die rote Hose. Fällt's dir? Nein. Die Haar. Das hast doch du gar nicht nötig. Hast so schöne Haar gehabt. So schöne Haar. Papa, das ist ein Afro-Look. Masche? Glauben Sie nicht wirklich, dass das die richtige Masche ist, mit der Sie mich rumkriegen? Ja, was ist denn Masche? Das ist doch keine Masche. Also mein einziger Fehler ist vielleicht, ich bin immer gleich so auf. Ja, Sie sind immer so aufrichtig und ehrlich. Ja, ich weiß. Das habe ich schon gemerkt. Mit der Rolle der Rumpelhanni erlebt sie 2 Jahre später endgültig ihren Durchbruch. Aufmanteln möchte sie die. Mit ihrer Schlechtigkeit. Das lässt er. Du hast du, alter Bachhofer. Die werden schon die Kindswindeln heilig gesprochen haben. Du bist mir nicht stark, bist du. Jetzt langsam. Jetzt ist mir. Jetzt gehst du fliegst noch einmal. Für. Ah, ich werde mich doch nicht vergreifen. An so einer gewamperten Bauernsau. An so einem Schirm. Sie ist schon eine, die auch dann, wenn sie rausgeschmissen wird, vom Hof geschmissen wird, sie geht woanders hin, sie versucht es weiter, sie geht nach München. Sie lässt sich einfach nicht unterkriegen. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was, ja, was bei mir auch so ist. Bei den Dreharbeiten lernt Monika ihre erste große Liebe kennen. Also kennengelernt habe ich ihn durch die Verfilmung der Rumpelhanni. Er hat Baubühne gemacht und ich habe gespielt. Und ein Freund von uns beiden, der hat uns eigentlich zusammengeführt. Ja, so haben wir uns dann mal getroffen und
und sofort ineinander verliebt, so wirklich so puff, zack, von jetzt auf sofort. Die beiden planen eine gemeinsame Zukunft. Sie gründen eine Firma für Kulissenbau und heiraten später. Monika arbeitet viel. Einen großen Teil ihres Geldes investiert sie in den Aufbau der Firma. Dabei plagen sie weiterhin die starken Schmerzen. Ich konnte nicht laufen. Ich konnte nicht gehen, ich konnte nicht laufen. Ich bin auf allen Vieren gegangen. Ich habe mein Bein getragen, weil es von allein, das hing an mir dran wie ein Stück Fleisch. Ich konnte nur mit schwersten Tabletten 15 Jahre meines Lebens überhaupt den Schmerz immer wegdrücken. Und ich habe auch einmal eine Vorstellung absagen müssen in Mannheim. Ich habe einmal nichts genommen und habe gedacht, das schaffe ich schon. Und ich konnte nicht mehr laufen und ich musste eine Vorstellung absagen. Das war furchtbar für mich. Und deswegen habe ich dann immer so viel eingeschmissen, damit ich ja weitergehen kann. Weil ich bin auf allen Vieren gegangen, ich konnte nicht gehen. Du musst dir vorstellen, das ist wie ein Zahnschmerz, aber im ganzen Körper. Ein Nervenschmerz. Also jemand, der das nicht hat, der weiß es. Aber ich sage immer, wenn die Leute kennen ja Zahnschmerz, die wissen, was das für ein unangenehmer Schmerz ist. Und wenn der von da bis da geht und du dein Bein rumträgst, weil es nicht von allein geht, dann kannst du dir vorstellen, was das ist. Monika nimmt täglich bis zu 7 Schmerztabletten, um die Qualen zu ertragen. Gleichzeitig sucht sie erfolglos nach deren Ursachen. Und ich war überall. Ich war in Deutschland, ich war in Amerika, ich war in der Schweiz, ich war in London, ich war beim Köhnlechner, ich war bei Wunderheilern. Alles habe ich ausprobiert. Immer wieder haben sie gesagt, ich bilde mir das ein. Ich habe psychosomatische Schmerzen. Immer wieder habe ich gesagt, nein, das ist da drin, das weiß ich. Dann haben sie mir die Darmschlingen von der Bauchdecke abgetrennt, haben mir im Hals Mandeln rausgenommen, haben mir jetzt 4 Zähne gezogen, weil sie gesagt haben, das ist die Ursache meiner Schmerzen. War alles ein Schmarrn, war alles nichts. 15 Jahre lang lebt Monika mit den Schmerzen, bis sie durch eine neue medizintechnische Erfindung Hoffnung schöpft. Und erst durch diese Computertomogramm Großhadern hatte ein Gerät und die Sonnenstraße hatte eins. Und ich habe dann einen Termin ausgemacht. Die haben mir die beiden Hüften aufgenommen. Und ich hatte so ein Kuvert mit den Unterlagen. Da bin ich runter ins Café, habe mir einen Kakao bestellt, weil ich noch wieder heute. Habe das aufgemacht, diesen Umschlag, diesen zugeklebten. Und da stand drin, dass in meiner rechten Leiste eine Verdichtung von Gewebe von 5,5 cm auf den Femoralisnerv ist. Dann habe ich erst mal geweint, weil ich gewusst habe, jetzt endlich findet man meinen Schmerz. Und so war es auch. Der Auslöser ist ein unentdeckter Leistenbruch, den sich Monika beim Spagat in der Prinzengarde zugezogen hat. Nach einer OP ist sie die Schmerzen endlich los. Ich habe immer gesagt, was ich glaube, dass es ist. Ich weiß doch als Patient am besten, was ich habe. Ich kenne meinen Körper, ich weiß, wo der Schmerz ist. Ich kann genau sagen, wo, wie, wann, was. Und wenn ich das so genau definieren kann, dann würde ich mir wünschen, dass jemand dann mir auch zuhört und das aufnimmt. Und ich habe das Gefühl, das passt nicht in das Schema oder passte nicht. Und dann haben die gesagt, nein, das ist es nicht und da gibt es nichts und da ist was anderes. Wie gesagt, ich habe ja ganz viele Diagnosen gestellt bekommen, habe auch ganz viele Sachen machen lassen in der Hoffnung, es hört auf und es hat aber nie aufgehört, weil es das nicht war. So einfach ist es. Und das würde ich mir wünschen, dass man mehr zuhört, weil ich glaube, der Patient im Großen und Ganzen schon sehr weiß, was mit ihm los ist, glaube ich. Ja, also das ist die Frieda, meine Katze aus Mallorca. Ich habe sie jetzt genau seit 22 Monaten. Und eine Freundin von mir hat gesagt, die ist immer bei ihnen am Haus und auf der Straße und ob ich nicht einen Platz für sie hätte. Und sie ist so brav und sie ist auch schon über 10 Jahre alt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann bringe sie mit. Dann schaue ich, ob sie sich mit meinem Kater, mit dem Tabu verträgt, was sie tut. Und seit 21 Monaten ist sie da und ist total anhänglich. Ja, ich bin schon froh um sie.
Und Mami legt sie dann auf mich drauf und schnurrt mir ins Ohr. Und dann ist es wie so eine Klangschalentherapie, weil sie so ganz laut macht sie ins Ohr und die Vibration geht in deinen Körper. Und andere geben einen Haufen Geld dafür aus, für die Klangschalentherapie. Und ich habe sie zu Hause, meine mallorquinische Katze, die Frieda. Endlich kann Monika wieder unbeschwert auftreten und bekommt die weibliche Hauptrolle in der mehrteiligen Fernsehserie Rossowski. Mit 34 Jahren erhält sie ein besonderes Angebot der Münchner Kammerspiele. Die weibliche Hauptrolle in der Uraufführung von Bauernsterben, einem Stück des damaligen Erfolgsautors Franz Xaver Krötz. 1985 war das meine wichtigste Theaterarbeit mit Franz Xaver Krötz, Bauernsterben. Ein wunderbares Stück, was er geschrieben hat und was wir 3 Monate geprobt haben. Jörg Hube und ich, wir waren das Schwesternpaar, das vom Bauerndorf in die Stadt fahren, um da ein neues Leben zu finden. Den Jesus, den haben wir vom Kreuz gerissen und haben ihn mitgenommen, damit er uns beschützt in der Stadt, im Rohbau. Und wir haben geendet, ja, natürlich ziemlich furchtbar. Wir hatten sogar die Headline in der Bild-Zeitung am 11. Juni 1985, setzt die Schweinerei ab. Kammerspiele, setzt die Schweinerei ab. Protestbrief an Intendanten, eklig, peinlich und so weiter. Es war alles furchtbar sozusagen, sondern es war die Aussichtslosigkeit der Bauern. Bauernsterben heißt ja das Stück, dass man auf dem Land nichts mehr hat, man kann keinen Betrieb mehr aufrechterhalten, also gehen die Kinder in die Stadt und sie enden da auch kläglich, weil die Mieten zu teuer sind, weil sie sich überhaupt nicht zurechtfinden in dieser Zeit. Zu Beginn war es so, dass die Waschung der toten Großmutter war und ich hatte einen Abgang und habe dann diesen Fötus, dieses Kind, in den Bauch der Großmutter getan und habe gesagt, du kannst dir den ganzen Umweg sparen, gehst gleich wieder dahin, wo du später eh hin musst, und habe dann diesen Fötus in den Bauch der toten Großmutter mit eingebettet und mit begraben. Und so ging es natürlich schon los, dass das die Leute ganz furchtbar gefunden haben. Aber alle, die da nicht gegangen sind, die sind auch später nicht gegangen, wenn ich also völlig durchgedreht habe und die schlimmsten Dinge gesagt habe, oder auch der Jörg, sondern wir sind einfach alle, wir haben es geschafft, die Leute, die da geblieben sind, dass sie uns zugeschaut und zugehört haben. Und wenn ich mir überlege, dass das Stück jetzt so lange her ist und die Thematik trotzdem aber immer noch da ist, dass die Menschen Heimat suchen, dass sie nicht wissen, wo sie hin sollen. Und es ist viel von der damaligen Zeit, hat sich heute noch nicht verändert. Und am Schluss war die Belohnung von dem Ganzen auch natürlich was Besonderes für mich. Ich habe nämlich für dieses Stück den Rosenstrauß des Jahres 1985 bekommen als beste Schauspielerin. Und das war schon, ja, eine tolle, verrückte Zeit. Und das habe ich eigentlich alles dem Franz zu verdanken, der, wie gesagt, mein wichtigster Theaterregisseur war. Monika spielt Theater und kümmert sich daneben um die Firma. Doch plötzlich wird die Beziehung zu ihrem Mann schwierig. Er möchte unbedingt Kinder. Da ich ja das ganze Geld in die Firma gesteckt habe über Jahre, was ich verdient habe als Schauspielerin, und ich auch dann irgendwann gedacht habe, wie soll ich das alles bewerkstelligen, jetzt auch noch ein Kind zu haben. Jetzt sind wir gerade dabei, die Werkstatt aufzubauen, die Schulden abzuzahlen. Und dann habe ich gesagt, du, das schaffe ich nicht, das geht nicht. Und dann hat er sich eben umentschieden und hat dann eine jüngere Frau zur Partnerin genommen, hat mit ihr auch 2 Kinder bekommen, ist zurück nach Irland. Und es ist ja doch jetzt schon, ja, seit 1992, also es ist doch 30 Jahre her, und ich habe mit ihm keinerlei Kontakt. Das ist halt schwierig, wenn du auf einmal so ausgetauscht wirst. Und das tut halt weh, wenn du so
einfach hinten runterfällst und mei, der Mann hat seine Schuldigkeit getan, jetzt ist halt jemand anderer da und das trifft dann halt schon schwer. Vor allen Dingen ohne Ankündigung. Wie man halt, wie man vorher schon, wenn es Differenzen gibt und Streit gibt und Meinungsverschiedenheiten. Aber das war ja alles nicht. Es war nichts. Es war wirklich, es war wie ein Blitzschlag aus heiterem Himmel. Und wie gesagt, und dann ging er ohne was. Das ist, ob das die Socken waren, die Zahnbürste, es war alles da. Er hat nichts mitgenommen, er ging einfach. Nein, auf alle Fälle. Ist ja okay. Gut. Ist sehr gut, super. Das macht auch richtig Spaß. Ja. Nehmen wir einfach den Stoff und legen den mal die ganze Bahn drüber. Schauen wir mal. Monika ist ein sehr beherrschter Mensch. Ist eine gute Schauspielerin. Das ist natürlich eher Schwester. Ich habe schon gemerkt, wenn es ihr nicht gut ging. Aber da war es halt auch so. Also, da muss ich sagen, sie ist sie auch eher verschlossen. Und das hat sie dann, glaube ich, gab es immer wieder Situationen, wo es dann schon mal mehr rausgekommen ist. Meistens, wenn wir dann allein waren und miteinander gesprochen. Aber sie ist ja, sie trägt generell das Herz nicht auf der Zunge. Und ist halt so. Aber das ist halt bei uns auch so. Das ist auch ein Stück Erziehung. Das war unser Vater, hat einmal gesagt, was drinnen ist, das bleibt drinnen und nicht für alle zugänglich. Das ist schon auch ein Stück Erziehung, dass man nicht immer auch alles nach außen mitteilt und immer jede Befindlichkeit nach außen trägt. Bestimmte Dinge, selbstverständlich, kann man machen, aber viele Dinge macht man halt mit sich selber aus. Ich werde auch immer wieder gefragt, haben Sie bereut, dass Sie keine Kinder gekriegt haben? Ja, was kann ich denn daran bereuen? Ich habe in dem Moment die Entscheidung getroffen, weil es gar nicht ging, weil es nicht möglich war und weil ich das Gefühl hatte, das müssen wir jetzt irgendwie anders schaffen. Und deswegen habe ich mich so entschieden. Aber ich habe mich dazu entschieden und fertig aus. Ich habe auch alles gemacht, was ich tun konnte. Ich habe auch alles Unterstützende gemacht, was ich dazu tun konnte. Und mehr geht nicht. Und wenn ein anderer Mensch dann die Entscheidung trifft, es nicht mehr akzeptieren zu wollen oder ein anderes Leben leben zu wollen, dann muss ich das auch akzeptieren. Das tue ich auch. Und dann hat das alles seine Berechtigung. Aber ich möchte nicht immer das Gefühl haben, ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich in meinem Leben mal schon Dinge gemacht habe, die eigentlich ganz furchtbar sind. Und ich hätte das vielleicht ganz anders machen sollen. Zu der damaligen Zeit habe ich die Entscheidung getroffen und dann hat es gestimmt für mich. Zwölf Jahre vergehen, bis Monika den Rechtsanwalt Hans Böhmer aus Grümzell kennenlernt. Eine Freundin von uns, die Gerti, die hatte vorne die Aral-Tankstelle auf dem Grundstück, wo der Hans zu Hause war. Und die hat dann immer gesagt, Mai, du bist allein und der Hans ist allein, der hat auch niemanden, könnt ihr nicht einmal miteinander essen gehen? Und das hat sie dann doch ein halbes Jahr ganz stringent verfolgt, bis sie dann mal irgendwann dem Hans den Telefonhörer in die Hand gedrückt hat und gesagt, so, jetzt rufen wir die Monika an und jetzt gehst du mit ihr zum Essen. Und dann hat sie gesagt, ja, die Monika ist am Telefon dran und jetzt gebe ich sie dir gleich mal. Dann habe ich gesagt, ja, servus Monika und ich bin der Hans Böhmer. Du warst ja schon mal bei meiner Mutter auf dem Hof und die hat was gemacht. Und die Gerti will jetzt unbedingt, ich komme da nicht raus, kriege meinen Wagen nicht frei, wenn ich jetzt mit dir nichts ausmache. Also das ist deine Freundin, meine auch. Also was sollen wir jetzt da machen? Gell? Bleibt uns ja wohl nichts anderes übrig. Ja, und so war es dann. Dann haben wir tatsächlich was ausgemacht. Man weiß ja, du triffst jemanden das erste Mal, erzählst halt ein paar Dinge und dann musst du erst mal schauen, ob es funktioniert. Und das kennen wir ja alle. Und dann ist es auch so weitergegangen. Ich meine, die Gerti hat ja auch gar nicht gewusst, ob es funktioniert. Wir haben sie auch nicht gewusst. Keiner hat es gewusst. Und erstaunlicherweise hat es jetzt doch schon, funktioniert es jetzt über 20 Jahre. Und die Zeit vergeht wie nichts. Wasser für dich, wie weit bist. Hans hat ein Buch über die Ortsgeschichte von Grübenzell geschrieben. Monika hilft ihm bei der Vorbereitung auf eine Lesung.
Teile rausgestrichen habe. Die Passage ist jetzt ungefähr 9 Minuten. Puh, das wäre ganz schön lang. Du musst jetzt einfach aufpassen, dass du nicht so schnell wirst, weil das ist das Problem, was ich immer habe. Und welche ist das mit den 9 Minuten? Ist das, die? Das geht von da vorne. Ach so, vorne, das ist vor dem Weg dann. Von da vorne, da habe ich ziemlich viel korrigiert, rausgestrichen. Das ist, ja, das ist ja halt einfach eine enorme Stütze. Verlässlich in jeder Richtung. Bodenständig. Sie ist uneitel. Sie ist ein ehrlicher Mensch, gerade heraus, der Dinge sehr schnell auffasst, sehr gut versteht. Also wir haben eine gleiche Wellenlänge bei den allermeisten Dingen. Ich weiß, dass ich mich in jeder Situation auf sie verlassen kann. Du musst einfach. Ja, das ist gut. Du musst super immer wieder das in Erinnerung rufen. Das mache ich bei mir auch, wenn ich dies, dass du nicht zu schnell bist. Sie ist sehr geerdet. Sie ist, ich habe einmal das Wort geländegängig, ist mir auch zu ihr eingefallen. Genau, sie ist, geht durch jedes Gelände durch. Unglaublich. Also wie ein Altrad. Dankeschön. Unverändert. Dreharbeiten zur neuen Staffel Der Bergdoktor. Als Monika vor 15 Jahren das Angebot bekommt, in der Serie mitzuspielen, ahnt sie nicht, wie erfolgreich sie einmal sein wird. Genau, du wirst da unten losfahren, du hast ein Zeichen über Walkie, das wäre die Endposition, bitte. Okay, oben, und der Trecker wäre jetzt noch nicht da. Ja. Bitte. Ja, also wie gesagt, Herr Brenner, genau zu dem Zeitpunkt, wo die Batterie von der Kühlakku abgegangen ist. Die Rolle der Lisbeth Gruber spielt Monika an der Seite von Hans Siegel. Bitte. Mama. Ja. So lange dauert. Was war? Keine Chance. Sie versucht, an dem Enkelkind das gut zu machen, was sie bei ihrer Tochter versäumt hat. Ich bin der Monika für alles dankbar, was wir hier gemacht haben, weil es eine unfassbare Kollegin ist. Und ich wüsste nicht, wie der Bergdoktor ohne seine Mutter irgendwie dahin gekommen ist, wo er jetzt steht oder wäre, weil die Monika eine so unglaublich geerdete, kraftvolle, mutige Schauspielerin ist, wie man sie selten findet. Eigentlich überhaupt nicht. Und deswegen bin ich so glücklich, zumindest auf einem kurzen Weg ihrer Lebenslinie dabei gewesen zu sein oder dabei zu sein. Ich hoffe, dass unser kleiner Weg noch ein bisschen länger ist. Wir sind miteinander 15 Jahre jetzt zusammengewachsen und der Erfolg gibt uns recht, weil wenn man schaut, wie viel Einschaltquoten wir immer haben, wenn wir laufen, nämlich die höchsten, die es gibt für so eine Serie. Wir haben auch vor 2 Jahren haben wir die Goldene Kamera dafür bekommen, Publikumspreis, und das ist schon was ganz was Besonderes, muss ich sagen. Deswegen finde ich es gut, wenn sie nimmt ja diese Rolle an, spielt die, als wäre sie selber. Sie hat ja jetzt unlängst bei einer Lesung gesagt, dass jemand zu ihr gesagt hat, wie kann das sein, dass eine Bäuerin jetzt zum Film kommt und dort solche Rollen spielt. Und das ist natürlich auch mit das größte Kompliment, was man kriegen kann, wenn man das so echt darstellt, dass jemand glaubt, man ist der andere eigentlich und macht jetzt den Schauspielberuf. Ist jetzt die Mutter vom Bergdoktor dann die Rumpelhanni 30 Jahre später? Nein. Die zwei Frauen sind ganz anders. Das ist eine ganz andere Geschichte. Das kann man so überhaupt nicht vergleichen. Die sind zwar beides Bäuerinnen, aber die Rollen sind nicht zu vergleichen. Die haben gar nichts miteinander zu tun, glaube ich. Als wandlungsfähige Darstellerin hat sich Monika einen festen Platz in der deutschen Fernseh- und Theaterwelt erspielt. Mit 60 Jahren erhält sie den Bayerischen Verdienstorden für ihre Leistungen als Schauspielerin, Regisseurin und für ihr soziales Engagement. Das ist Mama. Das ist, glaube ich, auch beim Bayerischen Verdienstorden. Ja, das waren diese Fotos, habe ich da
gemacht und hab's mir dann ausgerufen und hab gekriegt. Ja, da bin ich hier mit meinem Orden da. Bitte schön hier. Und die Mutter war noch dabei? Da war die Mama dabei, ja, das war derselbe Tisch, genau. Ja, da war sie auch dabei. Gertrud Baumgartner, die Mutter der beiden Schwestern, ist 93 Jahre alt. Sie lebt seit kurzem in einer Pflegeeinrichtung. Ich bin eigentlich schon ganz froh, dass sie da in guten Händen ist, dass sie da gut versorgt wird. Man weiß, es ist jemand da. Dadurch ist es auch für mich einfacher geworden, weil vorher habe ich, wie gesagt, ihr das Essen gebracht, ich habe die Wäsche gewaschen, ich habe die Wohnung geputzt. Das fällt jetzt, seit sie da ist, jetzt seit Mitte des Jahres weg. Da bin ich persönlich sehr froh drüber, weil dann habe ich ein bisschen mehr Luft. Und ich weiß einfach, dass sie rund um die Uhr versorgt ist. Und natürlich ist auch die Sache mit der Mama für sie sehr anstrengend, weil sie kümmert sich ja da wirklich. Also es ist manchmal Wahnsinn, was sie alles sorgt und tut. Und wenn irgendwas ist, dann fahrt sofort hin und, keine Ahnung, repariert dann Rollstuhl und besorgt das. Und sie braucht jetzt jenes und kümmert sie und macht und tut. Und wo es jetzt ein betreuten Wohnen war, wenn da mit dem Pflegedienst was war, es war sofort aktiv und hat gesagt, da, das muss man, so geht das nicht und das muss man machen. Also das ist halt schon, weil sie sich halt, wie gesagt, immer um alles 100% kümmern möchte. Und natürlich ist es halt so, dass die Energie und die Belastbarkeit einfach etwas nachlässt. Im Sommer 2021 feiert Monika Baumgartner ihren 70. Geburtstag. Zeit für sie, einen Gang zurückzuschalten? Mit ihrem Geburtstag jetzt im Juli kam jetzt die Idee von mir auf, dass wir mehr Zeit für uns selber freischaufeln müssen, weil Gesundheit ist das Wichtigste und man muss die Zeit auch nutzen, für sich selber auch schauen, nicht immer bloß für andere. Man kann, wenn man sich selber auftankt, auch anderen wieder mehr geben. Ich würde ihr wünschen, dass sie es schafft, einfach ein bisschen mehr auf sich selber zu schauen und irgendwann einmal sagen, stopp, pass auf, jetzt komm ich mal. Und jetzt müssen wir ins Corner und dann schauen wir weiter. Alle sagen immer, oh, du machst zu viel und das ist falsch und das ist falsch. Sag ich, Leute, lasst mir mal Ruhe. Ich weiß schon, wie es geht, ihr könnt mich eh nicht beeinflussen. Und wenn ich in der Kiste liege, dann ist eh alles zu Ende. Natürlich ist es so, dass ich mir Mama denke, oh, schon wieder das, jetzt muss ich das machen und das. Aber auf der anderen Seite, ich könnte es ja auch ändern. Und wenn ich es nicht ändere, dann werde ich es schon nicht wollen. So einfach ist es. Ja, fahr mal! Ja, hast du es drin? Ja, bescheidene Ausdrücke. Wenn ich dann so zurückblicke, natürlich freut mich das, dass ich das alles so geschafft habe und dass ich da immer noch mit 70 davon leben kann und dass ich jetzt ein paar Mark Rente, so ist es nicht, aber dass ich auch immer noch gefragt bin. Die Verkäuferin nahm den Käse aus der Vitrine, warf mir verstohlene Blicke zu. Ich drehte mich zur Seite, damit sie mich in Ruhe studieren konnte. Und auf einmal rief sie, jetzt bin ich sicher, Sie sind es. Ja, freilich, erwiderte ich. Ich bin es. Die Rumpelhanni. Super, vielen Dank. Ich sage Dankeschön.